Nach der Schule beginnt sein Arbeitstag. Der 17-jährige Michael Thalhammer hat sein Büro in Wels. Von hier aus betreibt er seine Agentur. Er stellt etwa Werbefilme und Fotos und betreut Social-Media-Kanäle. Es ist natürlich eine Herausforderung, das Ganze neben der Schule zu machen. Aber ich mache es gern, deswegen geht es auch leicht von der Hand. Und der Aufwand ist natürlich auch gerade darin, dass man sagt, man muss am Anfang beweisen, ich bin recht jung, ich muss immer als Erster zeigen, sozusagen, ich habe eine gewisse Seriosität, ich habe eine gewisse Erfahrung trotzdem schon. Und da ist natürlich viel Zeit, die investiert wird, aber im Endeffekt ist es wert. Mit 16 hat der Forchdorfer seine Agentur eröffnet. Obwohl er in Österreich als unter 18-Jähriger eigentlich kein Unternehmen gründen darf. Für mich war die Lösung die, dass ich in eine Genossenschaft beigetreten bin. Bin dort Mitglied und habe in dieser Genossenschaft auch mein Label, Umano Marketing. Und bin für dieses Label Geschäftsführer verantwortlicher und kann darüber meine Agentur führen. Über die Genossenschaft laufen auch seine Einnahmen. So kann es eine Agentur führen. Denn als Unternehmer selbstständig machen kann sich Michael offiziell nicht. Das ist rechtlich in Österreich eben nicht erlaubt. In Deutschland ist es zum Beispiel anders. Da kann man das machen. Es ist schwieriger, als wenn man 18 ist, aber es ist möglich. Also müsste man sich mit den Eltern zu einem Richter hingehen und der entscheidet dann, ob man reif genug ist dafür oder nicht. Auch in Österreich müsste das möglich sein, fordert der Schüler. In meinem Freundeskreis sind sehr viele, die was sagen, sie möchten sich selbstständig machen, die coole Ideen haben, die versuchen, auf eigene Beine zu stehen, sich was aufzubauen, was Großes. Und das ist halt ein enormer Stein, den man ja auf dem Weg hinlegt, der nicht sein müsste. Hausaufgaben, Prüfungen und danach Kundenmeetings. Michael Thalhammers Schul- und Arbeitstage sind lang. Auch weil er sich als Jungunternehmer noch mehr reinhängen muss. Was oft ein Thema ist natürlich, dass Leute aufgrund des Alters voreilig Schlüsse ziehen und dann versuchen auch zum Beispiel Geschäftsfelder, die eigentlich gar nicht in einem Bereich sind, mir zu erklären, wo ich halt die Erfahrungen schon gemacht habe, dass das halt anders ist. Das denen dann zu erklären, ist oft einmal auch kontraproduktiv, aber man muss halt irgendwie trotzdem versuchen. Nach der Matura möchte der Teenager Vollzeit seine Agentur betreiben. Erfahrungen dafür sammelt er schon jetzt.